Oh, das sagen nur 43%. Interessant, interessant. To put your head up in cow's ass oder let the cow stick its hoof up your ass? Oh mein Gott. Kann man nur solche Fragen stellen? Ich glaube, da würde ich lieber der Kuh in den Arsch greifen, als eine Kuh mich in den Arsch treten zu lassen. Meine Tierärzte machen sowas täglich. Ja, so schlimm kann es ja nicht sein, ne? Eben. To be eaten alive, my blood sucking leeches. Ugh. Trampled to death by a herd of elephants. Zum Tod getrampelt werden. Ich glaube auch. Wir dürfen nicht immer einer Meinung sein. Was sind sucking leeches? Das sind, wie heißen die nochmal? Blutegel. Blutegel. I. Das ist auch irgendwie geil, oder? Would you prefer Daddy oder Chips? Das kann doch nicht jetzt ernsthaft eine Frage sein, oder? Oh Schatz, das ist scheiße hier. Echt? Warum? Ach, das ist einfach scheiße. Was? To be really scared of calculators oder to have luminous orange teeth? Das erste. Was sind denn Calculators? Keine Ahnung. Sind das nicht Taschenrechner? Ja. Ja. Angst vor Taschenrechner oder orangene Zähne? Angst vor Taschenrechner. Ja. Have only half days of school forever, never have homework ever again. Oh. Oh, wow, oh, wow. Oh. Ich muss was trinken, ich hab Durst. Bringst du mir Wasser mit? Ja. Du kannst im Moment über die Frage grübeln. Ja. Nur noch jedes Mal Hälfte der Unterrichtszeit haben oder niemals mehr Hausaufgaben machen. Also ich meine ja, da wir ja immer noch Halbtagsschule haben. Gar nicht. Also. Ja, großteils. Ja. Würde ich, glaube ich, die keine Hausaufgaben bevorzugen. Also wenn ich 20... Jawohl, ich mache meine Hausaufgaben sowieso nicht. Leute, macht immer eure Hausaufgaben, immer aufpassen in der Schule. Sonst endet ihr wie wir und müsst Let's Plays machen und damit euer Geld verdienen, was wir nicht mal tun. Vor allem ich, ne? Also damit, ich glaube, damit ist gemeint, also diese Halbtagsschule, nämlich, dass du die Hälfte der Unterrichtszeit hast, die du bis jetzt hast. Okay. Also nicht, ne? Willst du mal weitermachen? Warum? Ich will gerade nicht. Okay. Also, ehrlich gesagt würde ich sagen, guck mal, wenn du nur noch die Hälfte der Zeit hast, ja, dann irgendwann ist das wieder normal für dich. Und ich will lieber keine Hausaufgaben machen. Ich vergesse die sowieso so oft. Ich glaube, dann würde ich auch die Hausaufgaben bevorzugen. Ja. 66%. Okay. Das hatten wir schon. Was mache ich jetzt? Ich baue jetzt mal nach oben, baue ein anständiges großes Haus, so ein Bauernhaus, und mache dann ein riesengroßes Feld. Would you prefer to eat cheese with everything you eat or eat burgers for the rest of your life? Living life. Ich würde die Burger nehmen. Mit allem Käse essen? Ja. Burger. Ja, ich will eigentlich beides. Also das ist beides irgendwie geil. Ich liebe Käse und Burger. Am liebsten Cheeseburger. Ja, aber... So, ich wollte erstmal ein richtig schönes Haus. Für die Burger. Gut, ich auch. Käse ist eklig. Außer auf Pizza. Ich liebe Käse. Ja, die meisten würden Käse nehmen. Echt? Would you prefer an extra hour in the day or an extra 5 years in your life. An extra 5 years, wollen die mich verarschen. Also, extra 5 years in your life. Hä, ist doch richtig, life. An extra 5 years. Nein, weil das Plural ist und das nicht an. Ach, okay. Ich glaube, ich... Ja, kommt drauf an. Was mache ich denn die Stunde an dem Tag? Arbeiten oder Hobbys und so? Ich denke, die Arbeitszeiten bleiben die gleichen, oder? Ja, denke ich auch. Da würde ich nämlich die Arbeitszeit nehmen. Also, was heißt Arbeitszeiten? Einen Tag länger machen.
Nicht einen Tag länger. Eine Stunde. Die Stunde länger. Oder? Ich weiß nicht. Ja, wenn du so eine Opa bist und 100 Jahre alt bist und eh nichts mehr machen kannst und nur in deinem Bett sitzt. Ja, toll, aber weißt du, wenn du sowieso Langeweile hast und hast der Tag noch eine Stunde länger. Wo kannst du eine Stunde länger schlafen, ne? Ja, oder zocken. Let's Plays aufnehmen. Ja, oder Let's Plays aufnehmen. Wir sind für die Stunde. Ja. Nur 37% sind dafür. Echt? Ja. Ja, wir sind halt nicht für die breite Masse. Would you prefer to only watch pornos or only watch westerns for the rest of your life? Du willst die Pornos nehmen, oder? Aber sowas von eindeutig. Ich nehme die aber auch, weil Western, schrecklich. Ich mag auch keine Western. 62% sind das gleiche. Okay, would you prefer to wake up with different face? Ich lasse dein Haus mal hier alleine. Ich brauche ein neues, schönes. Okay. Das ist schön, aber ich habe so eine richtig geile Vorstellung. Okay, du hast aber den Unterschlupf schon mal. Also, would you prefer to wake up with a different face? Okay. Oder would you prefer to wake up with a different pair of legs and genitals, oder wie man das ausspricht, Genitalien? Schwierig. Dann lieber ein anderes Gesicht, glaube ich. Kommt drauf an, mit wem ich tauschen würde. Wenn ich so ein Gesicht hätte wie Bradley Cooper dann oder so. Mach mal wieder Monster an. Nein. Später. Jetzt will ich hier einen schönen Platz für ein Haus haben und so. Ja, aber ich bleib in der Nähe von den Viechern. Also, was hast du jetzt gesagt? Wenn ich so ein Gesicht hätte wie Bradley Cooper oder so, dann, ja. Kann man sich das denn aussuchen? Ah, sowas habe ich gesucht hier. So eine schöne, flache Landschaft. Oh, wir nehmen das andere Gesicht. Okay. Ja, die meisten würden andere Beine und Genitalien. Echt? Ja. Oh mein Gott, would you... Ich lese dir das vor. Okay. Would you prefer to drink a cup of your mom's period blood? Oh. Would you prefer to drink a cup of your dad's sperm, also Sperma? Suizid. Erstmal Suizid begehen, ne? Ja. Also ich würde das preferen, mich da mal umzubringen. Ich würde eher das Blut... Boah, das ist auch... Nee, ich würde eher das Blut trinken. Nein, das Sperma. Und du? Obwohl, vielleicht ist das ja sehr... Nein, was willst du nehmen? Ich, keine Ahnung. Wir nehmen das Sperma. Okay. 61% sind auch für das Sperma. Ehrlich? Ja. Okay. Would you prefer to live without the Internet? Mhm. Oder to live without your cell phone? Internet. Nee. Ja, doch, ich würde ohne Internet. Ehrlich? Ja, ohne Internet, aber mit Handy. Naja, es gibt so viele Internetfunktionen, dass die Handys ersetzen. Ja, aber dein Handy hast du ständig bei. Ja, Internet auch. Gar nicht. Klar, es gibt so viele Geräte Internet. Ja, zum Beispiel? Dein Handy? Das hast du ja dann nicht mehr. iPod? Ach, das zählt nicht. Ja, klar, ist keine... Nein! Trotzdem Internet. Ich benutze mein Handy ziemlich wenig. Ja, aber dann bist du immer erreichbar. Und das ist ja der Sinn. Will ich immer erreichbar sein? Für mich? Ja, für dich schon. Aber ich finde, es immer erreichbar sein ist irgendwie Fluch und Segen gleichzeitig. Stopp, was machst du? Ein Haus bauen. Oh. Ja, ich wollte auf der anderen Seite. Nicht noch. Live without Internet. Oh. 70% sind gegen das Handy. Okay. Would you prefer to have every body movement make a clicking noise? Or would you prefer to constantly be winking? Also entweder winkst du die ganze Zeit oder du machst klickende Geräusche, wenn du deinen Körper bewegst. Ich würde die ganze Zeit bekloppt winken. Nein, das ist doch... Oh. Ich würde das klickende Geräusch nehmen, glaube ich.